Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, mit was spricht man? Also mit der Atmung, mit der Luftröhre, Ansatzrohr, Stimmlippen. Ihr seid hier beim Sprechtraining von News for You Nummer 10 und ihr seht ja gerade, meine Teilnehmer sind sehr fleißig. Schaut mal. Arbeiten in Gruppen, gerade machen wir Werbung. Reale Spots, die ich für das Jazzradio Berlin gesprochen habe, werden hier geübt, geprobt und nachher auch eingesprochen. Was haben wir gemacht? Wir hatten 2 Tage Zeit, also einen halben und einen ganzen Tag, für Sprechübungen, Aufwärmübungen, Artikulationstraining. Und wir haben 3 Textarten besprochen, Sachtext, Voice-Over und Werbung, haben alle aufgenommen, hören uns alle an und geben uns dann Feedback. Und wie ihr seht, die haben Spaß. Das Sprechtraining, finde ich, hat uns sehr viel geholfen und vorbereitet, was wir später auch nochmal nutzen können. Und besonders spannend fand ich dieses Battle, wo man dann mit anderen Leuten gegenübersteht und man Zungenbrecher aufsagen muss. Sensitive Selektionssimulatoren sondieren sogar sekundär strukturierte Sonarselektoren. Sogar sekundär strukturierte Sonarselektoren sondieren sensitive Selektionssimulatoren. Man bekommt da doch schon ein kleines mulmiges Gefühl im Bauch und muss dann versuchen, alles ganz klar aufzusagen, fehlerfrei. Wenn man sich dann doch mal verhaspelt, dann passiert das. Aber es ist auf jeden Fall eine super Übung. Diese Artikulationsorgane waren gekommen. Es ist wirklich schwer. Als ich das gehört habe, dass es halt so eine Art Sprechtraining gibt, ist es im Grunde genau das, was ich erwartet habe. Man bekommt halt Übungen, wie man sich halt besser ausdrückt, Artikulation und halt sich, sagen wir, dieses ganze Nuscheln und halt diese ganzen Übungen, die wir da gezeigt bekommen haben, auf die habe ich halt gewartet. Und dass man halt auch mal diese Möglichkeit bekommt in einem, okay, es ist jetzt nicht unbedingt ein Studio, ja, es ist ein Karton, aber es ist trotzdem ein anderes Umfeld, dass man so ein Mikro spricht und einfach mal sich selber hören. Und das ist schon eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen schnell. Ja. Man merkt, dass ihr noch ein bisschen unsicher seid. Aber ich habe gerade gehört, ihr seid noch nicht so aufnahmeerfahren. Es ist alles gut. Ich fand am schwierigsten, dass dieses... Also ich habe da einfach von Grund auf so ein Problem mit und jetzt habe ich halt auch, sagen wir, die Lösung dafür gefunden halt. Es ist viel Übung, aber hoffentlich kriege ich es raus. Wir lernen hier, wie man Interviews macht, wie man als Reporter agiert oder auch als der befragt wird, agiert, wie die Kamera gehandhabt wird, wie die Bildeinstellung ist, wie der Ton sein muss, welche Fragen man stellt, dass man auf seine Körpersprache achtet und dass man im Team versucht, ein schönes Interview für die Zuschauer hinzukriegen. Alles an einem Tag. Also wir bereiten jetzt gerade ein Interview vor und befragen eben Anja zum Thema Datenskandal von Facebook und wie sie eben dazu steht. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen herauszufinden, was sind vielleicht Gegenargumente oder ja, wie geht man eigentlich mit diesem Datenskandal jetzt um und mit diesem Bewusstsein. Genau, und da versuchen wir jetzt eine gute Kulisse zu finden, wie Anne das dann gut filmen kann.